Das Orgelporträt. Die Hartung-Orgel in Schloss Fippach. Schloss Fippach ist eine Gemeinde im thüringischen Landkreis Sömmerda, im fruchtbaren Thüringer Becken an der Autobahn A71, in der heute knapp 1400 Einwohnerinnen und Einwohner leben. Ob mit dem in Fuldaer Urkunden des späten 8. Jahrhunderts mehrfach erwähnten Bitbar unser Schloss Fippach oder der Nachbarort Mark Fippach gemeint ist, ist unklar. Im heutigen Schloss Fippach bestand schon um 1050 eine Burg der Herren von Fippach, die später zu einer starken Wasserburg ausgebaut und erst 1948 auf Befehl der damaligen sowjetischen Besatzungsmacht gesprengt wurde. Das im späten Mittelalter erfurtisch gewordene Dorf war Sitz des Amtes Fippach und rundherum gediehen einst sogar Wein und Hopfen. Zusammen mit Erfurt 1664 kurmainzisch geworden, kamen die Orte des Amtes Fippach 1815 zum Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach. Seit alters bestanden im Ort zwei Kirchen, im Oberdorf St. Petri und im Unterdorf St. Vitus, deren Turm noch im 13. Jahrhundert entstand. Um 1500 entwickelte sich St. Vitus allmählich zur Hauptkirche des Dorfes. Die stattliche spätgotische Saalkirche besitzt einen 1712 fertiggestellten Kanzelaltar von Valentin Dittmar aus Erfurt, in denen die kostbaren Reste eines gotischen Flügelaltars eingebaut sind, der dem sogenannten Meister des Meckfelder Altars zugeschrieben wird. Die prachtvolle Orgel auf der rückwärtigen Empore wurde 1773 bis 83 von dem einheimischen Orgelbauer Johann Friedrich Hartung erbaut und später mehrfach verändert. Ein Choralvorspiel von Bachs Freund und Weggefährten Johann Gottfried Walter hat uns zu Beginn einen ersten Eindruck vom Klang des Instruments vermittelt. Um 1780 wirkte in Kahla bei Jena Johann Wilhelm Große als Kantor und Organist, der 1787 die folgende Choralbearbeitung über »Erschienen ist der herrlich Tag« im Druck erscheinen ließ.
Im späten 18. Jahrhundert wirkten nördlich von Erfurt zwei Orgelmacherfamilien namens Hartung, die aber nichts miteinander zu tun hatten. In Kölleda war dies Johann Heinrich Hartung, der sich später mit Johann Christoph Damm zusammentat und zwischen 1789 und 1833 mit Orgelarbeiten nachgewiesen werden kann. Bedeutender allerdings waren die Schlossfippacher Hartungs, deren Stammvater Johann Michael Hartung 1702 geboren wurde und ein Schüler Johann Georg Schröters in Erfurt war. In Gerbers Tonkünstlerlexikon von 1812 lesen wir über ihn Folgendes. Er war ein sehr akkurater und fleißiger Arbeiter und es blieb von dieser Seite bei ihm nichts zu wünschen übrig. Weniger glücklich war er beim Stimmen, in dem seine Temperatur nicht die beste war. Zitat Ende. Trotz diesem von seinen Zeitgenossen sicher nicht ganz zu Unrecht geäußerten Tadel gingen aus seiner Werkstatt beachtliche Orgeln hervor. So etwa 1750 ein Werk mit 34 Stimmen für Hassleben, das leider schon 1783 verbrannte. Die prachtvolle 1728 erbaute Orgel in Gebesee, nördlich von Erfurt, ist derzeit leider unspielbar, soll aber in naher Zukunft restauriert werden. Die Orgel in Ostramondra bei Kölleda, die in einem anderen Orgelporträt dieser Reihe vorgestellt wird, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls Johann Michael Hartung zugeschrieben werden. 1772 wurde für ihn zum Schicksalsjahr. Den in jenem Jahre zu beklagenden Tod seiner Frau konnte er nicht verkraften und ist, wie es in den Akten heißt, als Witwer in manchen Stücken ausgeschweifet und in Delirio gestorben. Das war 1777. Zuvor hatte er seine Werkstatt an den 1727 geborenen Sohn Johann Friedrich Hartung übergeben, der sogleich mit dem Bau der großen Orgel für die Kirche seines Heimatortes begann. Um diese Zeit und in Hartungs Werkstatt dürfte auch der 1758 in Schloss Fippach geborene Johann Simon Buchholz erstmals in Kontakt mit der Orgelbaukunst gekommen sein. Er machte später in Berlin Furore und wurde zum Stammvater einer der bedeutendsten Orgelmacherfamilien Preußens im 19. Jahrhundert. Wann Johann Friedrich Hartung starb, wissen wir nicht. Letztmals sicher nachweisbar ist er 1787 mit einer Reparatur in der Oberkirche zu Frankenhausen. Spätere, unter dem Namen Hartung ausgeführte Arbeiten in Badra und Bendeleben sind der Kölleda-Familie zuzuschreiben. Die bedeutende Orgel in Schloss Fippach wurde in der Folge mehrfach verändert. Erstmals 1824 durch Johann August Poppe aus Jena, am einschneidendsten jedoch 1877 durch Louis Witzmann aus dem nahen Kleinrudestedt. Von ihm stammt die heutige Spielanlage. Eine 1962 durchgeführte neobarocke Umgestaltung durch Gerhard Kirchner aus Weimar gereichte der Orgel allerdings nicht zum Vorteil, weder klanglich noch technisch. Und heute sind von den einst 33 Registern nur 14 spielbar. Thank you.
Kind Schloss Fippachs war auch der 1774 geborene Johann Emanuel Müller. Er wirkte zunächst als Kantor in Kerspleben und ab 1810 als Kantor und Musikdirektor der Erfurter Kaufmannskirche und gründete 1818 den ersten Gesangverein der Stadt. Um 1820 gab er seine Variationen über das Lied »Straf mich nicht in deinem Zorn« heraus, aus denen wir soeben zwei Abschnitte hörten und die von einer Fuge abgeschlossen werden, die am Ende dieses Orgelporträts erklingen soll. Die Orgel in Schloss Fippach ist derzeit, wie gesagt, nur in Teilen spielbar. Im bis zum dreigestrichenen D ausgebauten Hauptwerk sind dies Bordun 16 Fuß, Prinzipal, Bordun, Hohlflöte und Gemshorn 8 Fuß, Oktave, Nachthorn und Blockflöte 4 Fuß, Quinte 3 Fuß, Oktave 2 Fuß und Terz 1/3 Fuß, wobei diese Terz und die Blockflöte vom Umbau 1962 stammen. Nicht verwendbar sind derzeit Gamba und Trompete 8 Fuß, die Quint 5 1/3 Fuß sowie die gemischten Stimmen, eine sechsfache Mixtur und eine dreifache Zimbel. Das derzeit gänzlich unspielbare Oberwerk besitzt Geigenprinzipal, lieblich gedackt, Flauto Traverso, Salizional, Harmonika und Schweizerflöte 8 Fuß, Prinzipal, Rohrflöte und Flauto Dulcis 4 Fuß, eine Sesquialtera und eine dreifache Mixtur. Welch ein fein schattierter Reichtum an Farben! Werden sie irgendwann einmal wieder zu vernehmen sein? Im Pedal klingen derzeit Prinzipal und Violonbass 16 Fuß, dazu der zum 8 Fuß abgesägte ehemalige Subbass und ein Gedacktbass 8 Fuß. Unspielbar sind Quintbass 12 Fuß, Oktavbass 8 Fuß und die Posaune 16 Fuß, auf deren Registerzügen heute die neobarocken Moderegister, Choralbass und Rauschpfeife stehen, die allerdings so gar nicht zum Gesamtklang des Instruments passen mögen. Dazu kommt das für den Thüringer Barock so typische Glockenspiel. Wir hörten es soeben. Die Klanggestalt des Schloss Fippacher Prachtwerks lässt erahnen, welcher Schatz auf der Orgelempore von St. Vitus davon träumt, irgendwann einmal wieder in vollem Reichtum und Glanz erklingen zu können.